Die Geschichte von den Bleichgesichtern Robert und Cem bei den Indianern am fernen Amazonas. Wie einst Cabral kamen sie übers Wasser und setzten ihre Füße an Land. Indianerkinder tanzten zur Begrüßung und es wurde gesungen am Strand. Eine junge, edle Wilde malte ihn rote Farbe ins bleiche Gesicht, unter die Augen, auf die Wangen, weit willkommen, herzlich. Sie lachten, wie Weltretter lachen, am fernen Amazonastrand. Die Luft war heiß und drückend und das eine Bleichgesicht hob an. Ich bin der Häuptling Robert und das ist der Häuptling Cem. Wir kommen aus dem kalten Deutschland und hassen alles, was brennt. So sprach er zu den edlen Wilden und fuhr dann weiter fort. Ihr lebt im schönen Dschungel, am großen Fluss, im Wald ist euer Dorf. Bei uns, da gibt's keinen Wald mehr, den haben vor 1000 Jahren die bösen Deutschen abgeholzt. Bei uns ist alles kahl. Macht es besser als unsere Ahnen. Beschützt euren schönen Wald. Lasst uns zusammen die Welt retten. Und das sofort und nicht erst bald. Doch da rief eine Indianerin, was wir brauchen ist Energie. Und das sofort und nicht erst bald. Und davon gleich ganz viel. Das vernahmen die Bleichgesichter mit der roten Farbe im bleichen Gesicht und wurden gleich noch bleicher, denn das behagte ihnen nicht. Denn Klimaschutz geht doch stets vor Wohlstand, was auch für Indianer gilt. Und was kann man da nur machen, wenn's der Wilde nicht so will? Und nach 2 knappen Stunden sagten die Bleichgesichter Adieu. Die Luft war heiß und drückend und ein mächtiger Regen fiel. Bunten Klimbim hatten sie nicht mitgebracht, die Bleichgesichter, die da kamen von so fern. Doch Geld versprach Bleichgesicht Robert den Wilden, denn Geld verteilt er gern. Und das Boot fuhr über den mächtigen Amazonas. Immer kleiner wurden die Indianer am Strand. Aus dem Dschungel hörte man Affen schreien. Da ergriff Bleichgesicht Robert, Bleichgesicht Cems Hand. Wir werden die Welt retten, Cem, und sie wird uns dankbar sein. Auch diese Wilden hier am Amazonas. Ach Cem, jetzt muss ich weinen. Und so endet diese kleine Geschichte vom Bleichgesicht Robert und vom Bleichgesicht Cem bei den Indianern am fernen Amazonas, wo so manches Feuer brennt. Und die Indianer, die freuen sich, dass die Bleichgesichter wieder weg sind. Und die freuen sich aufs Geld. Das Bleichgesicht Robert und das Bleichgesicht Cem, die retten weiter die Welt.